Hallo. Ja, in den Kommentaren meiner Aussagenlogik-Videos, da tauchen immer wieder Fragen auf und deshalb will ich die jetzt mal alle beantworten, indem wir die Aussagenlogik noch mal ein bisschen tiefer betrachten. Ja, und zwar hatte ich ja bereits erwähnt, dass die sogenannten logischen Verknüpfungen, ne, die werden dargestellt durch solche Tabellen hier, dass diese logischen Verknüpfungen formal gesehen nichts anderes sind als Funktionen zweier Variablen. Ne? Einfach mal bei irgendeiner Videoplattform nachgucken, da gibt es hunderte Videos, was eine Funktion zweier Variablen ist, kann man auch in 5 Minuten verstehen. Ja, das ist nicht schwer. Gut, also diese logischen Verknüpfungen, die durch solche Tafeln hier dargestellt werden, sind Funktionen zweier Variablen. Ja, aber mit einer Besonderheit. Und zwar besteht sowohl der Definitions- als auch der Wertebereich jeweils nur aus 2 Werten. Ja, also normalerweise habe ich ja bei einer Funktion in der Schule den Definitionsbereich R, ne, außer jetzt die Logarithmusfunktion, und einen Wertebereich, der ist meistens auch R oder R plus, also die positiven Zahlen oder irgendwie sowas. Ja, aber hier besteht der gesamte Definitionsbereich bzw. der gesamte Wertebereich jeweils nur aus 2 Werten. Ja, und diese Werte heißen wahr und falsch. Na, gut, das sind jetzt keine Zahlen und deshalb sagt man manchmal auch 1 und 0. Na, dann kann man sich das besser vorstellen. Ja, wahr heißt dann 1 und falsch heißt dann 0. Ist also das Gleiche. Ne? Die Digitaltechniker, die nennen das auch 1 und 0, während die Aussagenlogiker von wahr und falsch reden, ist aber genau das Gleiche. Ja, also das ist wichtig. Wenn ihr mal ein Verständnisproblem habt, dann müsst ihr euch zunächst einmal klar machen, logische Verknüpfungen sind nichts weiter als Funktionen zweier Variablen, bei denen Definitions- und Wertebereich jeweils nur aus 2 Werten bestehen. Gut, jetzt wisst ihr ja alle, dass Mathematiker verrückt sind und die stellen sich immer so verrückte Fragen. Und bei so einer logischen Verknüpfung, also bei einer Funktion zweier Variablen, kann man sich die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn der Funktionswert wahr ist? Na, also wenn der den Funktionswert 1 hat. Ja, also solche verrückten Fragen kann man sich ja auch bei ganz normalen Funktionen stellen. Ja, zum Beispiel in der Schule kann man sich fragen, was passiert, wenn die Sinusfunktion den Wert 1 hat? Na, und da wird man überrascht feststellen, dass sich die Stellen, an denen der Funktionswert gleich 1 ist, periodisch wiederholen. Ja, also man greift sich einen Funktionswert raus und guckt mal, was passiert denn da? Ja, und das macht man auch bei diesen logischen Verknüpfungen. Da guckt man sich den Funktionswert wahr an in dieser Tabelle, ja, und das macht man, indem man alles, wo falsch bei rauskommt, ne, hier ist ja falsch bei rausgekommen, hier steht ja ein F, ja, indem man diese Kombination durchstreicht. Ja, ich habe jetzt hier in der dritten Spalte, da stehen ja die Funktionswerte, da habe ich nur ein W stehen, W für wahr. Ja, und jetzt guckt man, was passiert denn da so? Was ist da Besonderes los? Ich kann euch das ja auch mal an einer ganz normalen Funktion zeigen, an einer ganz normalen Funktion zweier Variablen. Ja, das ist also eine Funktion zweier Variablen, so wie man sie im ersten Semester kennenlernt. Die unabhängigen Variablen heißen hier x und y. In der Schule habe ich nur eine unabhängige Variable, die heißt x. Hier habe ich eben 2. Und die Funktionswerte, das sind die werden also nach oben aufgetragen, die Funktionswerte, die sind in der Variablen z zu finden. Ja, also x und y sind die unabhängigen Variablen und z, das ist die abhängige Variable, ne, also der Funktionswert. So, jetzt stellen wir uns die Frage, was ist eigentlich, wenn ich den Funktionswert z gleich 0 habe? Ja, gucke ich erstmal, wo das ist. Hier habe ich z gleich 10, hier habe ich z gleich 0. Das ist also sozusagen ganz unten. Ja, ganz unten in diesem Würfel. Auf dieser Linie hier. Ja, also alle Funktionswerte, die auf dieser Linie hier liegen, die haben den Funktionswert z gleich 0. Ja, hier ist z gleich 0. Ja,
So, und wenn ich nur die Funktionswerte betrachte, wo z gleich 0 ist, ja, dann entsteht eine Beziehung zwischen x und y. Nur zumindest bei dieser Funktion. Ja, seht ihr auch, welche Beziehung das ist? Ja, das ist die Beziehung x ist gleich y. Ja, die sind ja normalerweise unabhängig voneinander. Die kann ich ja frei wählen. Aber wenn ich hier z gleich 0 betrachte, dann entsteht eine Beziehung zwischen den beiden, nämlich x gleich y. Ja, zum Beispiel hier ist y gleich 5, aber auch x. X ist auch 5. Ja, oder hier ist x minus 5 und y ist auch minus 5. Ja, also, wenn ich einen bestimmten Funktionswert betrachte, in diesem Fall hier z gleich 0, dann kann eine Beziehung entstehen zwischen den beiden unabhängigen Variablen, obwohl die eigentlich ja unabhängig sind. Ja, und hier ist es die Beziehung x gleich y. Ja, und das Gleiche habe ich eben bei meiner Wahrheitsfunktion. Ja, da betrachte ich nur die Funktionswerte 1. Ja, das ist dann ein wahr. Und dadurch entsteht eine Beziehung zwischen a und b. Also zwischen zwei Aussagen, die eigentlich unabhängig sind. Gut, dann gucken wir uns das jetzt mal an, wie das bei einer Wahrheitsfunktion genau aussieht. Also, wir haben ja gerade in dem Bild angenommen, dass z gleich 0 ist. Wir haben also nur einen Funktionswert betrachtet. Und hier betrachten wir eben nur den Funktionswert wahr. Da, wo der Funktionswert falsch auftritt, in der dritten Zeile hier, da streichen wir einfach die gesamte Zeile durch. Ja, also wir haben jetzt nur noch die Kombination, wo der Funktionswert wahr auftritt. Ne? Genauso wie gerade, da haben wir nur z gleich 0 betrachtet. So, und dadurch ist ja im vorigen Bild eine Beziehung zwischen den Variablen x und y entstanden, nämlich die Beziehung x gleich y. Ja, gucken wir mal hier, was hier für eine Beziehung entstanden ist. Also, da ist eine Beziehung zwischen den eigentlich unabhängigen Aussagen A und B entstanden, und zwar die Beziehung aus A folgt B. Ja, denn wenn A wahr ist, dann ist auch B wahr. Die Kombination A gleich wahr und B gleich falsch, die gibt es ja nicht, die haben wir ja durchgestrichen. Ja, also kann ich sagen, aus A folgt B. Gut, betrachten wir noch einen anderen Fall. Kann man eigentlich sagen, aus B folgt A? Nein, ne? Gucken wir uns wieder die Zeilen an, die nicht durchgestrichen sind. Und da haben wir hier B. Ja? Und B ist hier wahr und hier, in der zweiten und in der vierten Zeile. So, und was folgt daraus für A? Da folgt gar nichts draus, denn A kann dann falsch sein oder wahr. Ja? Also in den Zeilen, wo B wahr ist, da kann A unterschiedliche Werte annehmen, falsch oder wahr, und deshalb kann ich aus einer wahren Aussage B gar nichts für A folgern. Das ist also falsch, wenn ich sage, aus B folgt A. Nur die Umkehrung gilt, aus A folgt B. Ja, ich habe das Bild noch schnell ergänzt. Ich habe hier noch hintergeschrieben, wie man das in einer Kurzschreibweise schreibt. Ja, also anstatt auszuschreiben, wenn A, dann B. Ja, kann man auch einfach schreiben A Doppelfeil B. Ja, und das liest sich aus A folgt B. Oder man sagt auch A impliziert B. Ja, weil dieses Zeichen, das nennt sich Implikation. Gut, als nächstes müssen wir uns klar machen, dass eine Subjunktion und eine Implikation zwar zusammenhängen, aber zwei ganz unterschiedliche Sachen sind. Ich sage das nur deshalb, weil in vielen Büchern steht, dass eine Subjunktion das gleiche ist wie eine Implikation. Das ist Unsinn. Ja, ich hatte auch mal einen Lehrer, der sagte, eine Matrix und eine Determinante sind das gleiche. Ja, das sind so rechteckige Kästen mit Zahlen. Das ist natürlich Blödsinn. Eine Matrix und eine Determinante hängen zusammen, sind aber was ganz Unterschiedliches. Und genauso ist eine Subjunktion keine Implikation. Die hängen zwar auch irgendwie zusammen, sind aber ganz unterschiedliche Sachen. Ja, und zwar ist eine Subjunktion, so wie ich erklärt habe, eine Funktion zweier Variablen. Die Variablen a und b haben wir hier. Und denen wird ein Funktionswert zugewiesen.
Ja, also Subjunktion ist eine Funktion zweier Variablen. Ja, eine Implikation ist eine Beziehung zwischen den beiden Variablen. Ja, und die entsteht, wenn ich den Funktionswert wahr betrachte. Das heißt, wenn ich alle Zeilen, wo ein f steht hier hinten, ja, wenn ich die alle durchstreiche. Ja, also nochmal, Subjunktion ist eine Funktion zweier Variablen. Und wenn ich nur die Fälle betrachte, wo der Funktionswert wahr ist, ja, dann entsteht zwischen den Variablen eine Beziehung, nämlich die Beziehung aus A folgt B. Gut, weil das in vielen Fachbüchern falsch erklärt wird, glauben mir die Leute die ganze Sache nicht. Ja, und deshalb wechseln wir jetzt nochmal zu dieser ganz normalen Funktion zweier Variablen und dann erkläre ich euch das Ganze nochmal. Also, ihr seht hier nochmal diese Funktion zweier Variablen, also eine ganz normale Funktion zweier Variablen, keine Wahrheitsfunktion. Ja, diese Funktion heißt übrigens z gleich x minus y, falls ihr das mal selber ausplotten wollt. Und ihr seht, wir haben hier drei Variablen, und zwar x und y sind die unabhängigen Variablen und z ist die abhängige Variable. Ja, so, und jetzt machen wir Folgendes. Wir betrachten nur die Fälle, wo z gleich 0 ist. Na, und dadurch, haben wir gesagt, entsteht hier diese Schnittgerade, die Schnittgerade der Funktion mit der Ebene z gleich 0. So, jetzt wäre es doch Blödsinn, wenn ich behaupte, diese Funktion hier ist das gleiche wie die Schnittgerade. Ne, da gibt es zwar einen Zusammenhang, ja, die Schnittgerade entsteht aus der Funktion, wenn ich z gleich 0 setze, ja, aber die beiden sind ja nicht das gleiche. Ja, und dieses Problem habe ich eben dann auch hier mit der Subjunktion und Implikation. Ne, die Subjunktion ist die Funktion und die Implikation ist sozusagen wie eine Schnittgerade. Ja, da entsteht also eine Beziehung zwischen A und B, genauso wie hier eine Beziehung zwischen X und Y entsteht, ne, wenn ich z gleich 0 setze. Gut, dann gehen wir jetzt hier zur nächsten Tafel. Da seht ihr die Oder-Verknüpfung, die haben wir ja auch schon kennengelernt. Und wir fragen uns also, gibt es da zwischen A und B auch so eine Beziehung, so eine Wenn-A-Dann-B-Beziehung? Ja, für den Fall, dass der Funktionswert wahr vorliegt. Ja, das heißt, wir streichen erstmal wieder alle Zeilen, das ist hier nur eine Zeile, wo der Funktionswert falsch ist. Ja, das ist hier die erste Zeile. Und wenn wir die gestrichen haben, die erste Zeile, gucken wir jetzt, welche Beziehung herrscht zwischen A und B. Ne? Eigentlich sind das ja zwei unabhängige Aussagen, aber wir gucken, welche Beziehung gibt es da. Ne? Gibt es da auch wieder so eine Wenn-A-Dann-B-Beziehung? Ja, gucken wir mal nach. Wir betrachten also die Fälle, wenn A, also da, wo A wahr ist, wenn A wahr ist, ja, und da habe ich bei B ein F stehen, aber auch ein W. Da ist also alles möglich. Ich kann also nicht sagen, wenn A, dann auch B. Ne? Wenn die Aussage A wahr ist, dann ist auch die Aussage B wahr, sondern die Aussage B kann dann falsch oder wahr sein. Ja? Also ich habe keine Wenn-Dann-Beziehung zwischen den unabhängigen Aussagen A und B oder besser gesagt zwischen den unabhängigen Variablen A und B. Ja? Ich habe da allerdings schon eine Beziehung erzeugt, dadurch, dass ich nur die wahren Stellen hier betrachte. Aber das ist keine Wenn-Dann-Beziehung, sondern eine Oder-Beziehung. Ich kann nämlich sagen, an den Stellen, wo der Funktionswert wahr ist, ne, das sind die letzten drei Zeilen hier, da gilt, dass entweder B wahr ist oder A. Ja, oder beide, das geht auch. Ja, ich habe also hier, indem ich die Funktionswerte wahr betrachte, eine andere Beziehung erzeugt, keine Wenn-Dann-Beziehung, sondern eine Oder-Beziehung. So, jetzt werdet ihr fragen, wir haben ja hier oben unterschieden zwischen Subjunktion und Implikation. Gibt es bei diesem Oder hier auch so eine Unterscheidung? Eine Unterscheidung gibt es, aber wir haben nur ein Zeichen. Es gibt also keine zwei Oder-Zeichen. Ne? Ich glaube, einmal habe ich es in einem Lehrbuch gesehen, aber normalerweise unterscheidet man nicht zwischen
der Oder-Funktion, ja, dieser Tafel hier, ja, und der Beziehung, die entsteht, dieser Oder-Beziehung, die entsteht, wenn ich nur die wahren Funktionswerte betrachte. Ne? Also es gibt schon sowas wie eine Oder-Funktion und eine Oder-Beziehung zwischen den beiden Variablen. Ne? Das sind wieder zwei unterschiedliche Sachen. Aber es gibt nur ein Zeichen und deshalb spricht man meistens einfach nur von der Oder-Funktion. Gut, gehen wir zur nächsten logischen Verknüpfung. Also wenn ich zwei Variablen habe, dann gibt es übrigens 16 von diesen Tafeln hier. 16 logische Verknüpfungen zwischen zwei unabhängigen Variablen. Ja, aber wir betrachten hier nur die 6 wichtigsten. Die anderen sind dann trivial. Ja, und wir sind jetzt hier beim Nicht-Oder, bei der Nicht-Oder-Funktion. Und wir gucken wieder, gibt es da auch so eine Aussage, wenn A, dann B. Ja, und diese Aussage gibt es natürlich nicht, denn die Aussage A kann ja niemals wahr werden. Ja, wir betrachten ja nur die Zeilen, wo der Funktionswert wahr ist, und da ist ja A niemals wahr. Und deshalb macht es keinen Sinn zu sagen, wenn A, dann B. Ja, ist natürlich vollkommener Blödsinn, weil A ja gar nicht wahr sein kann. Gut, jetzt werdet ihr fragen, ist denn zwischen den unabhängigen Aussagen A und B eine andere Beziehung entstanden? Ne? Also keine Wenn-A-Dann-B-Beziehung, sondern irgendeine andere Beziehung, ne? Wenn ich den Funktionswert wahr annehme. Ja, da entsteht eine Beziehung, wenn ich den Funktionswert wahr annehme, zwischen A und B, und zwar die Beziehung A ist falsch und B ist falsch. Ne? Die sind also beide falsch. Das ist die Beziehung. Ja, und diese Beziehung A ist falsch und B ist falsch, die kann man dann mit dem Gesetz von De Morgan, da habe ich auch ein Video drüber, kann man diese Beziehung umformen in eine Oder-Beziehung, und zwar in eine Nicht-Oder-Beziehung. Das ist dieses Zeichen hier. Ja? Gut, machen wir jetzt mit der Unverknüpfung weiter. Das ist diese Tabelle hier. Ja, und die ist sehr interessant. Und zwar machen wir das Gleiche zunächst einmal, was wir bei den anderen Funktionen gemacht haben. Wir betrachten nur die Fälle, wo der Funktionswert wahr ist. Das ist in diesem Fall nur die vierte Zeile. Alle anderen Zeilen werden also durchgestrichen. So, und jetzt fragen wir uns wieder, wenn der Funktionswert wahr ist, was entsteht für eine Beziehung zwischen A und B? Ja, auf den ersten Blick ist das die gleiche Wenn-Dann-Beziehung, wenn A, dann B, wie bei der Subjunktion. Ja, können wir ja mal gucken, wenn A wahr ist, dann ist auch B wahr. Ja, weil der Fall A ist wahr und B ist falsch, den gibt es ja gar nicht, der ist ja durchgestrichen. Ja, also kann ich sagen, wenn A, dann B. So, das wäre jetzt aber total verwirrend, dann wäre dieses und ja das gleiche wie die Subjunktion. Ich habe ja hier auch eine Wenn-A-Dann-B-Beziehung. Das wäre doch total verwirrend. Haben wir da vielleicht irgendwie einen Denkfehler gemacht? Ja, der Denkfehler steckt in den Wörtchen wenn. Ja, wir haben ja untersucht, ob zwischen A und B die Beziehung besteht, wenn A, dann B. Ja, aber das Wort Wenn-A, ja, bedeutet ja, dass A wahr sein kann, aber nicht wahr sein muss. Ja? Ich kann das auch nochmal anders ausdrücken. Wenn A, dann B, kann ich auch formulieren als unter der Voraussetzung, dass gerade A wahr ist, ist auch B wahr. Ja? Aber A ist ja nicht manchmal wahr oder in bestimmten Fällen, sondern wenn man sich die Tabelle anguckt, ist A immer wahr. Ja? Dass A wahr ist, ist sozusagen eine Tautologie. Eine Aussage, die immer wahr ist. Ja, und deshalb heißt diese Beziehung zwischen A und B auch nicht, wenn A wahr ist, dann ist B wahr, sondern A ist immer wahr und B ist immer wahr. Das ist eine Und-Beziehung, keine Wenn-A-Dann-B-Beziehung. Ja? Ja, ich habe hier in Blau auch nochmal ein Beispiel drunter geschrieben. Die Aussage A soll also lauten, die Erde ist eine Kugel, und die Aussage B lautet, Flacherdler sind doof. Also Flacherdler sind Menschen, die an eine flache Erde glauben. Die glauben, die Erde wäre eine Scheibe. Ja,
So, die Frage ist, macht dieser Satz irgendeinen Sinn? Ja, der Satz, wenn die Erde eine Kugel wäre, wären Flacherdler doof. Ja, hört sich auf den ersten Blick logisch an, aber dieser Satz ist Unsinn. Ja? Denn hier steht ja, wenn. Wenn die Erde eine Kugel wäre. Wenn. Ja, da kann ich ja nicht wenn schreiben, sondern die Erde ist ja eine Kugel. Ja? Ich müsste stattdessen schreiben, die Erde ist eine Kugel, ne, denn das ist eine Tautologie, eine Aussage, die immer wahr ist. Ne, sowas nennt man Tautologie. Also nochmal, ich müsste schreiben, die Erde ist eine Kugel und Flacherdler sind doof. Ja, die Beziehung zwischen den beiden Sätzen ist also eine Und-Beziehung. Die Erde ist eine Kugel und Flacherdler sind doof. Ja, wenn ich da wenn schreibe, dann ist das verkehrt. Ja, man sieht es auch an dieser Tabelle. Ne? Auf den ersten Blick sieht es wirklich so aus wie eine wenn A dann B Beziehung. Ne? Wenn A wahr ist, dann ist auch B wahr, weil diese Zeile gestrichen ist. Ja, aber da ich ja weiß, dass A immer wahr ist, ne, folgt daraus, dass B auch immer wahr ist. Das heißt, die Beziehung ist viel stärker als eine wenn A dann B Beziehung. Das ist eine stärkere Beziehung. Ja, weil A gar nicht falsch werden kann, weiß ich, dass A und B beide immer wahr sind. Ja, oder kurz gesagt, A und B sind wahr. Gut, gucken wir uns hier die nächste Verknüpfung an. Das ist die Nicht-Und-Verknüpfung. Ja, wir machen wieder das, was wir in den vorigen Fällen gemacht haben. Wir gucken nur die Fälle an, wo der Funktionswert wahr ist und fragen uns wieder, welche Beziehung haben wir zwischen A und B? Na, haben wir da auch wieder so eine Wenn-A-Dann-B-Beziehung? Nein, ne? Denn wenn A wahr ist, das ist hier in der dritten Zeile, dann ist B falsch. Ja, wir haben also keine Wenn-A-Dann-B-Beziehung, sondern eine Wenn-A-Dann-Nicht-B-Beziehung. Ja, das ist hier die Beziehung. Gut, kommen wir jetzt hier zum letzten Beispiel. Das ist die Bijunktion. Und die Bijunktion, da besteht ein Zusammenhang zur Äquivalenz. Ne? Die steht hier. Ja, das ist genauso wie zwischen Subjunktion und Implikation. Da habe ich ja auch gesagt, die dürfen wir nicht verwechseln. Da besteht zwar ein Zusammenhang, aber die sind nicht gleich. Ne? Und genauso wird die Bijunktion mit der Äquivalenz verwechselt, aber die sind nicht gleich. Ne? Auch da gibt es einen Zusammenhang, aber gleich sind die nicht. Gut, wir machen wieder das Übliche. Wir gucken nur die Zeilen an, wo wir den Funktionswert wahr haben. Ne? Das heißt, in der dritten Spalte muss ein W stehen. Ja, und jetzt fragen wir uns, haben wir da wieder eine Beziehung zwischen A und B erzeugt? Ne? Vielleicht sogar wieder so eine Wenn-A-Dann-B-Beziehung. Ja, gucken wir mal. Also wenn A wahr ist, das ist ja hier der Fall, ne, dann ist B auch wahr. Ja, denn die dritte Zeile ist ja gestrichen. Ja, da bleibt also nur noch der Fall übrig, wenn A, dann B. Ja, das wäre aber dann wieder eine Implikation zwischen A und B. Dann hätten wir ja wieder diesen Fall hier. Da steht's ja. Aus A folgt B. Wenn A, dann B. A impliziert B. Ja, wir haben ja gesagt, wir können ja diesen Fall nicht doppelt haben. Ja, also wo haben wir den Denkfehler gemacht? Ja, der Denkfehler ist jetzt folgender. Also ich habe hier schon sowas wie eine Wenn-A-Dann-B-Beziehung, aber zusätzlich habe ich auch noch eine Wenn-B-Dann-A-Beziehung. Ne? Denn gucken wir uns mal hier an, wenn B wahr ist, dann folgt daraus automatisch, dass auch A wahr ist. Ja, also ich habe keine wenn A, dann B Beziehung, sondern eine wenn A, dann B und wenn B, dann A Beziehung. Ja, und die bezeichnet man dann hier durch so einen Doppelpfeil, durch ein Äquivalenzzeichen und das sieht dann so aus. Ne? Das nennt sich A ist äquivalent zu B. Ja, wenn ich da dieses Zeichen, dieses Implikationszeichen machen würde, ne, das bedeutet ja, aus A folgt B, aber aus B folgt nicht A, denn der Fall zeigt ja nur in eine Richtung. Man kann auch sagen, hier unten bei der Bijunktion, da entsteht so eine doppelte Wenn-Dann-Beziehung. Ja, wenn A, dann B und wenn B, dann A.
Das ist eine doppelte Wenn-Dann-Beziehung. Ne? Die Implikation ist eine einfache Wenn-Dann-Beziehung in eine Richtung. Hier habe ich eine doppelte Wenn-Dann-Beziehung in beide Richtungen. Ja, und das ist dann eben verkehrt, wenn ich eine doppelte Wenn-Dann-Beziehung als einfache Wenn-Dann-Beziehung bezeichne. Man drückt diesen Unterschied auch sprachlich aus. Und zwar sagt man hier oben bei der Implikation, da sagt man, wenn A, dann B. Ja, bei der Äquivalenz sagt man allerdings, A genau dann, wenn B. Ja, das ist eine andere Formulierung. Da muss man ganz genau hinhören. Ne? Hier oben bei der Implikation sagt man, wenn A, dann B. Und hier sagt man, A genau dann, wenn B. Gut, das Video war jetzt etwas anspruchsvoll und deshalb fassen wir nochmal die wichtigsten Punkte kurz zusammen. Also logische Verknüpfungen zwischen zwei Variablen, zwischen zwei Aussagen, sind formal gesehen nichts anderes als Funktionen zweier Variablen. Ja, bloß eben mit dem Definitions- und Wertebereich, der nur aus zwei Werten besteht, nämlich wahr und falsch, oder man kann sagen 1 und 0. Ja, und mit diesen Funktionen zweier Variablen, diesen Wahrheitsfunktionen, kann man bestimmte Dinge anstellen. Zum Beispiel kann man einen Schnitt machen, ne, so wie man zum Beispiel betrachtet, was passiert, wenn der Funktionswert z gleich 0 ist. Da kann man hier den Fall betrachten, was passiert, wenn der Funktionswert wahr ist, ne, oder 1 kann man auch sagen. Ja, da entstehen dann solche Beziehungen zwischen den beiden eigentlich unabhängigen Variablen A und B. Und diese Beziehungen haben dann auch unterschiedliche Namen, wie zum Beispiel hier Implikation oder Beziehung oder Nicht-Oder Beziehung oder Äquivalenz und so weiter und so weiter. Ne, da gibt es also 16 verschiedene Wahrheitstabellen. Ja, und was noch ganz wichtig ist, man muss immer unterscheiden, zum Beispiel zwischen Subjunktion und Implikation, ne, beziehungsweise zwischen Bijunktion und Äquivalenz. Ne. Die Subjunktion ist eine Funktion, die einem Zahlenpaar einen Funktionswert zuordnet. Die Implikation ist eine Beziehung zwischen zwei verschiedenen Variablen. Ja, das ist nicht das Gleiche, das sieht man schon daran, bei der Subjunktion habe ich drei Variablen, bei der Implikation habe ich nur zwei Variablen. Ja, das ist ja eine Beziehung zwischen zwei Aussagen. Gut, das war's für heute. Auf Wiedersehen.